Ah, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. So, ihr Freund. Der Kerl ist ausgerastet. Schaltet ihn aus. Der gepflegte elektronische Unterhaltung. Und willkommen zurück zu Mafia 2. Wir waren stehen geblieben, dass wir jetzt von der Polizei gesucht wurden und uns jetzt vom Acker machen müssen. Ah, verdammte Scheiße, nichts wie weg hier. Das sind zu viele. Besorg uns schnell eine Karre. Die stehen alle da rechts. Ah, da gibt's ein Wanted-Schild. Poster nehmen. Ah. Cool. Ja, dafür gibt's auch einen Erfolg. Man kann Steckbriefe sammeln. Ne, da kommen wir nicht hoch. Wie kommen wir jetzt hier weg? An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Wache! Täter gefährlich! Einsatz von Automatikwaffen genehmigt! Der Kerl ist ausgerastet! Schaltet ihn aus! Roger! Kollege am Boden, schießt! So. Lauf. Okay, wir haben sie abgehängt. Oder gar nicht. Habe doch keinen. Habe ich Geld? 500, um genau zu sein. Damit könnte ich die Polizei abhängen. Aber... mehr auch nicht. Fahr mich nach Hause, Vita. Ich brauche einen Drink. Das war beschissen, oder? Ja. Ich will nicht mehr drüber reden. Bring mich einfach zurück nach Hause. Okay. So. Ich bringe erst Joey nach Hause. Oder lohnt sich das? Ist das zu weit weg? Ich will eigentlich zu dem Modegeschäft, der hier unten hingehen. Dann bringe ich jetzt erst Joey weg. Ja, komm, ich bringe erst Joey weg. Vielleicht ist die Mission dann auch schon erledigt. So spare ich dann Geld. Oh, ups. Ich hab schon den falschen erfahren. Oh. So. Dann bringe ich jetzt erstmal weg. Gut. Das Geschäft war eine Mordskatastrophe. Kannst du laut sagen? Henry ist tot. Das Geld für Bruno ist weg. Wir haben die Hälfte der Tongs gekillt. Und wenn sie denken, dass Carlo uns geschickt hat, gibt's Krieg. Wir sind am Arsch. Ja. Yeah. Und wenn Carlo sieht, was wir ihm eingebrockt haben? Und wenn Henry wirklich ein Maulwurf war? Nie im Leben. Denk nicht mal dran. Hör zu, erst treiben wir das Geld für Bruno auf. Das löst wenigstens ein Problem. Aber mir reicht's für heute. Ich brauche einen Drink. Ich rufe dich morgen an und dann sehen wir weiter. Ja, gut. Okay, dann bis später. Und Vito, sei vorsichtig. Oh, ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder zurückfahren. Nee, muss ich offenbar nicht. Puh, Geld gespart. Kapitel 14. Ich glaube, es gibt 15. Weg in den Himmel. Oyster Bay, 25. September. Hier ans Telefon.
ich zieh mich das an. Du kannst klingeln, so viel du willst. Dienstanzug, Kampfanzug, Lederjacke mit Hemd. Peter, bist du soweit? Klingt das danach? Du hast mich aufgeweckt. Dann komm in die Puschen. Wenn wir Brunos Geld heute nicht auftreiben, sind wir am Arsch. Und wie zum Teufel sollen wir die 50 Riesen auftreiben? Keine Ahnung, aber bestimmt nicht, indem wir im Bett rumliegen. Ich hab was für den Anfang. Ein Job von Eddie. Bringt gut Geld. Ohne Scheiß? Ja, ich hol dich in ein paar Minuten ab. Also, zieh dich an, schnapp dir eine Knarre und warte draußen auf mich. Ich erzähl dir alles im Auto. Ich hoffe, das ist nicht wieder eine von deinen genialen Ideen, Joe. Hey, dazu bin ich nicht in der Stimmung. Echt? Dann sind wir schon zu zweit. Ja, ja, schon gut. Bist du jetzt dabei oder nicht? Klar, wieso nicht? Wann kannst du hier sein? Ich rufe am Waffenladen um die Ecke an. Ich bin in einer Minute bei dir. Ich warte hinter dem Haus auf dich. Bis gleich. So, wir gucken mal, ob ein Waffenladen hier auch um die Ecke ist. Tatsache. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir unsere Energie wieder auffüllen. Ich glaube, jetzt kommt die Mission, wo ich letztes Mal gesagt habe, da muss ich zu was anmerken. Das ist, glaube ich, die Mission, die viele, jawohl, die viele in der Beschreibung von Mafia 1 geschrieben haben. Was ist denn das für ein Schlitten? Eddie hat ihn uns für diesen Job gegeben. Schick, oder? Hier, du fährst. Mir brummt noch der Schädel von letzter Nacht. Wir fahren nach Greenfield. Bist wohl ein bisschen spät ins Bett gekommen, ha? Huh? Ja, ich konnte auch nicht schlafen. Aber eine Flasche Scotch hat es geregelt. Ich erzähle euch nach der Mission, weil vielleicht wissen das einige. Fahr nach Greenfield. Was los ist. Aber, Moment. Vielleicht wissen ja einige nicht, was jetzt auf mich zukommt. Deshalb okay, sag ich jetzt auch nichts. Aber sag mir jetzt, was Sache ist. Wir fahren dahin, knallen den Typen ab und fahren weiter. Ist ein Kinderspiel. Warum? Es handelt sich um einen Gefallen für eine Familie aus einer anderen Stadt. Eddie hat mir diesen Umschlag mit Anweisungen gegeben und gesagt, es muss sauber ablaufen und noch heute über die Bühne gehen. Warum macht das die andere Familie nicht selbst? Eddie sagte, sie haben lang gebraucht, um den Mann zu finden. Jetzt haben sie Angst, dass er wieder untertaucht, wenn es nicht gleich erledigt wird. Hier, ist ein Foto von ihm. Was hat er angestellt? Er hat seine Familie beim FBI verpfiffen. Dann hat er es nicht anders verdient. Moment mal, wenn er mit dem FBI kooperiert hat, steht er vielleicht immer noch unter Polizeischutz. Ist doch egal, wir kriegen ein paar Riesen für den Job. Also ist es das Risiko wert. Wie du meinst. Hey, wir brauchen im Moment jeden Penny, den wir kriegen können. Nach diesem Job sucht jeder von uns sich was anderes. Okay. Da steht, wir sollen ihm eine Nachricht übermitteln, bevor wir ihn mundtot machen. Hier. Hier ist sie. Okay, ich hab's. Und hey, kein Wort über gestern zu Eddie. Wir waren nie dort. Das letzte Schlitzauge, mit dem wir zu tun hatten, hat gebratenen Reis geliefert. Kapiert? Ist doch klar. Hast du mich für bekloppt? Darüber beraten die Geschworenen noch. Wollte nur sicher gehen, dass du keinen Schnitzer machst. Die Musik passt ja auch schon dazu. Es gab ja doch sehr viele. So, Moment. Kollege Eckzahn.
Kollege. Hey, raus mit dir! Du hast meinen Wagen angerempelt. Weg hier! Ich würde mich eigentlich mit dir schlagen. Naja, egal. Was du sagen sollst? Ja. Gut, dann kann's ja losgehen. Na, wer erinnert sich? Das Auto, das hinten um die Ecke biegt. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri bestellt schöne Grüße. Brumm. Gut, Auftrag ausgeführt. Ich meine aber im ersten Teil wäre es keine Schrotflinte, sondern Lupara gewesen. So, und jetzt möchte ich mal anmerken. Am Ende von Mafia 1, er hat ihn ans andere Ende der Stadt geliefert, also Lost Heaven. Aber wo sind wir hier? Empire Bay. Findet den Fehler. Ich sagte, ein Kinderspiel. Groß, ich weiß nicht, zu früh. Siehst du die Jungs da drüben? Scheiße, los. Alles klar. Geh weg hier. Wir haben ein Tötungsdelikt. Wir folgen Agent Cox. Brauche Verstärkung in Greenfield. Sofort, verdammt! Die waren von mir vor. Der Arsch stand tatsächlich unter Polizeischutz. Ach, das sieht Eddie ähnlich. Unwichtige Einzelheiten wie die hier wegzulassen. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Egal, wir müssen sie abschütteln. Schieß doch! Was keine Chance! Na, Kumpel? Ein bisschen Blei hat noch keinen. Schon Knete? Nein. Ach, verdammt. Schiebst du mich jetzt? Tatsache, ich schiebe mich. Alter, haben uns hier verkeilt oder was? Danke. Nächste wieder. Scheiße, das war knapp. Okay, bring mich nach Kingston. Da steht ein Wagen von mir. Und das Geld? Kingston. Ja, hätte ich fast vergessen. Eddie hat im Voraus bezahlt. Hier ist dein Anteil. Okay, drei Riesen.
Nein, jetzt kommt. Jetzt kommt von da vorne wieder ein neuer. Na! Platsch. Passt ja. Wasserbegriff.